Bevor das Video jetzt losgeht, ich möchte mich auf jeden Fall für 25.000 Abonnenten bedanken, die ich gestern, ja, wenn ihr das seht, gestern erreicht habe. Das ist mega cool. Freut mich, dass es doch viele gibt, die mein Video schauen. Und ich nicht nur auf den Toilettentyp von Who's Your Daddy reduziert bin. Also von daher, vielen Dank. Es gibt was zu gewinnen, und zwar folgendes. Ich verlose unter den in den Kommentaren diesmal Dust-MC Coins zweimal. Und zwar einmal 50.000 Coins, einmal 25.000 Coins, einmal VIP, und zwar einen Monat VIP, drei Popsockets. Das sind diese Teile fürs Handy zum Draufbappen. Da ist mein Skin drauf mit dem Schriftzug der Pädagoge. Mega cool. Die verlose ich unter dem neuen Video in den Kommentaren. Und zwar schreibt doch mal, warum genau ihr das gewinnen möchtet. Ich werde dann die Kommentare auswerten und, oder auslosen. Ich werde die Kommentare dann auslosen und werde die Gewinner dann auf Twitter benachrichtigen, beziehungsweise per YouTube PN. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Drei. 3, 1, pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Pro Builders. Und mit dabei ist, der hässliche Pizzatyp. Das ist mein Part, hi. Hi. Die belgische Waffel. Salut mes amis, aha. Und das Sonderausstellungsstück, der Logo. Keine Special-Musik für dich, das steht nicht im Skript. Doch, weil du doch eh keine Bearbeitung da jetzt reinmachst, muss ich meine eigene Bearbeitung mitbringen. Das finde ich aber nicht gut. Geht's los. Welches Thema es wohl sein wird? Ja, welches Thema wird es wohl sein? Wenn wir zusammen da sind, das Thema ist heute Who's Your Daddy? Ja gut, dann bauen wir doch mal drauf los. Was fällt mir denn so typisch zu Who's Your Daddy ein? Explosionen. Okay, also Toilette ist schon mal leider nicht im Inventar. Schade. Also ich könnte ja einfach auch ein Logo bauen, aber nee. Dann wär die Folge schon verloren. Düpp, 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 düpp. Oh, ich weiß, was ich baue. Eine Echt? Pizza. Nein. Zwei Pizzen. Was viel Tolleres. Tolleres. Nein. Pizzen. Sandro, es möchte jetzt niemand an deiner Pizza schlabbern. Echt nicht? Aber ich habe mir so viel Mühe für gegeben. Okay. Wenn ich an Who's Your Daddy denke, oh mein Gott, das wird legendär. Wie viel Zeit haben wir? 4 Minuten? Ja, natürlich. Also mehr als 4 Minuten haben wir nicht. Na, ich wollte ja eigentlich voll das imposante Meisterwerk hinbauen. Eigentlich also, wollte ich hier den Kölner Dom um 360 Grad gedreht hinbauen. Ah, ich dachte, du wolltest da jetzt eine Taube hinbauen. Nein, die hat mir privat auf den Kopf geschissen. Mit was? Mit Recht. Thomas, erinner dich, als du mir die Tüte vorbeigebracht hast. Oh ja. Und als ich im Kino nochmal mit Cola beschüttet wurde. Das war so episch. Wer hat dich denn mit Cola beschüttet? Das war der hinter uns saß. Ah, genau. Och Mann, ja. Das war der Tag des Laufens am besten. So, dann haben wir das so. Da ist echt gelaufen an dem Tag. Ja. Dann müssen wir da natürlich noch Wasser einfügen. Also ja, das Typische für Who's Your Daddy war, das Lustigste fand ich bisher, war halt wirklich, damals als wir das ausprobiert hatten und wir im Singleplayer jeder so ein paar Sachen für sich entdeckt hatte und dann hatte ich die Toilette gefunden und als ich gemerkt habe, dass die Geräusche macht, war das meins. Bei Nick war das ja klar. Hörst du das, Thomas? Ja. Ich höre diese Geräusche. Hörst du das, Thomas? Ja. Das Kratzen, wenn es mich echt jucken würde. Oh, kannst nicht deine eigenen Sprüche benutzen, du Luftpumpe. Nee. Du ja. Hydrantenreiniger, lass mich in Ruhe. Aha. Du Laktoseintoleranter. Keks. Naja. Mensch, Leute, das ist eine Aufnahme, keine Beleidigungsstunde. Jo. Was ist denn jetzt mit dir? Du Parmesanschnittchen in der letzten Ecke. Bleib mit deinen Mäuselein. So, und eigentlich genau so, wie das jetzt gerade abläuft, läuft es auch wirklich hinter den Kulissen von uns ab. Nee, wir gib mir Schoki. Ja? Was? Halt's mal, ich will Schoki essen. So, Was meine Mama? Ja? Okay, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bauen soll. Ich weiß es. Ich bin fast fertig. Was? Ich hab nicht mal angefangen. Doch, hab ich wohl. Scheiße. Echt? Wirklich? Jawohl, Junge, Alter. Ich hab wirklich was Imposantes gebaut. Ich auch. Okay, das ist die neue Pferdeart. Imposant. Ja, hast du Imposant? Die ist, nicht,
Die ist nicht nur imposant, die hat imposant und die ist imposant, Alter. Okay, so. Themawechsel. Schönes Wetter heute. Na, Nick, ist dir das wohl ein bisschen zu schrecklich? You don't say. Was gibt's denn noch, was so typisch für Who's Your Daddy ist? Also, meins sieht eher aus wie Twister. Ja, meins sieht auch eher Twister? Nur aus, wie als würde es laufen. Ja. Na gut, ich mach mal noch ein bisschen was anderes dazu, mit was wir auch öfter aufgenommen haben. Zack, 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 zack. Oh, noch eine Minute. Was? Ja, noch eine Minute. Dann wird East bewertet, würde ich sagen. Oh Mann, das ist voll mies. Sandro gibt mir eh wieder mal Eyes Are Bleeding. Nein, du gibst mir... Du hast mir die schlechte Bewertung gegeben. Ja gut, dass wir Sandro Kann schlecht ich ja bewerten. Kann ich ja noch irgendwie Effekte oder sowas machen? Partikel? Ja klar. Partikel nennt sich das auf Deutsch, ne? Partikel, böse Villager-Partikel gibt's hier. Thomas, dürfen wir auch was Ausfallendes bauen? Also ist das so erlaubt so? Ja, reiß mal zusammen, Junge. Ja, solange es kein Penis ist. Ach was? Nee, ich muss noch. Nee, ist noch viel schlimmer. Okay, also malst du. Willst du gerade dich hinsetzen oder was? Nee. Du wirst es sehen. Okay. Scheiße, vielleicht hätte ich doch lieber was anderes bauen. Oh mein Gott, sieht so schrecklich aus. Oh mein Gott. Noch nie sowas Schreckliches gesehen. Darf. Oh mein Gott, das sieht so schlimm bei mir aus. Mein sieht echt aus wie eine Missgeburt. Ich bin stolz auf mein. Ich bin auch stolz. Cool. Sagen wir, was dem gehört oder lösen wir das nicht auf? Ja, doch. Nee, wir lösen es nicht auf. Nee, wir lösen es erst. Ja gut, bei meins ist erkennbar, ja? Nee, wir kriegen das schon hin. Was ist das? Die Algo-Kirsche! Das sieht aber toll aus. Hey, das sieht schrecklich aus und ich melde es direkt erstmal. Was? Ich bin Islamist. Guck mal, es ist gebaut worden von Jelane. Jelane. Nick, raus aus Who's Your Daddy. Perfekt! 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 Das ist genauso dumm wie die Michelle. Das ist assi. Das ist richtig assi. Nick, nicht weinen, du kriegst einen Schucki. Das ist richtig assi. Alter, Nick, ganz ehrlich, du hast nicht mehr. Ich wollte die Kinderstürze nicht und machen aus uns. Das sieht eher aus, als ob wir alle Ninjas wären. Also ja. man kann deuten, dass wir auf der Couch sitzen, aber es sieht auch ein bisschen aus, als wären wir Ninja-Bleistifte. Ja, das stimmt. Aber ich bin ein dicker Bleistift. So, ach, also. Wer kann das nur sein? Ja, also übrigens, ich kann keine guten Toilette bauen. Ja, aber das ist doch wunderschön. Dann hier das gefolgte TNT mit Zomix Folge gesprengt. Hier, mein Schwein von Prop Hunt. Und wie er als was Villager. Hat der Schwein von Propan, was hat der Schwein von Propan mit Who's Your Daddy? Das ist mir scheißegal, das musst du damit rein. Oh? Oh, ich bin nur Dritter. Das, okay, das finden, na ja, okay, komm. Es ist aber echt schön. Ja, die Algo-Kirsche, Algo hat entschieden, Algo hat gewonnen. Algo. Gonna catch them all. Oh, als ob wir alle so im Kirchenchor sind. Das war's für heute. Danke für die vielen Leute hier, die coole Leute, die hier dabei waren. An die fette Nick. An das hässliche Pizza Sandro. Ey. An das Prinzesschen Logo. Logo, dein Part. Sag tschüss. Hi. Ach, tschüss. Hi. Ja, also ihr merkt, Logo, es ist schon relativ spät. Logo hat schon abgeschaltet. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.